Und herzlich willkommen zu Dragon Quest, auch die Reise des verwunschenen Königs. Ja, wir sind wieder vor der Monster-Arena, denn ich habe was Kleines erschaffen. Sag ich mal so. Müssen wir eben kurz in den Alchemiekessel. Ist das schon soweit? Nein, gut. Weil da hatte ich nochmal Käse reingeworfen zum Herstellen, denn ich habe mich ein bisschen trainiert. Ein Level bei Jengis, ein Level bei Flash noch hochgezogen. Und wir haben Talos einerseits bekommen. Finde ich hammergeil, den Typen. Und dafür habe ich halt diesen Goldman rausgepackt. Und der Orkus, den wollte ich auch noch einpacken. Der hat ein bisschen wenig Leben, wo ich es jetzt gerade sehe. Sollen wir den König reinpacken? Nee, bleib erstmal so. Wir probieren es mal auf jeden Fall damit aus, weil die haben massig Leben. Er mit dem Energieschub zusätzlich, den er reinzimmern kann. Und der hat, das wird ihr gleich sehen. Talos, ey. Das ist einer mit der stärksten Monster. Die anderen werden im späteren Spielverlauf freigeschaltet. Der schaltet sich frei, wenn man die erste Stufe von Dolomagos geschafft hat oder allgemein so in die Höhe von Dolomagos ist. Schaltet er sich bei Neos frei. Und da kann man den nachts dann bekommen. Und da habe ich den mir jetzt geholt. Der war wirklich hart zu schaffen, aber da haben wir doch noch irgendwie hinbekommen. Nein, ich muss zur anderen Seite. Ich wollte die Klassen nämlich machen aus dem Grund, ein zweites Team zu holen und dann versuchen, Dolomagos zu knacken. Was natürlich ein bisschen schwer werden kann. Können wir aber ausprobieren. 700 Gold. Probieren wir mal aus. Können wir ein, zwei Mal ausprobieren. Mal vielleicht beim Teamwechsel mal gucken. Da seht ihr, da sind schon ein paar stärkere und unbekannte Monster. Die kommen aber, wie gesagt, im späteren Verlauf dann erst sehen. Aber in der Mitte werden wir schon sehen, dass er viel einpackt. Haxaurier in anderer Form, also wirklich Wambo in anderer Version, sind extrem da. Da seht ihr. Und Saurier, das sind komplett andere Mobs. Aber er haut einen Schaden, ein 159, das müsst ihr euch mal vorstellen. Die Gegner hauen auch viel rein, aber der darf zweimal angreifen. What? Ah, gleich. Aber der hält auch viel aus, der Kracher, der ist so ein richtiger Kracher, der Typ. Ah, die könnten eigentlich mal umfallen. Ah, super. Und ich muss das alles überleben. Kann sein, dass wir es jetzt nicht schaffen. Kann sein, dass wir es schaffen. Das weiß ich noch nicht. Werden wir dann nicht sehen. Oh, wie viel hat er denn noch an Leben? Ah, das schaffen wir nicht. Da brauchen wir noch größere. Was? Okay, nee, das ist zu hart. Der erste ist schon kaputt, der ist so ein geiler Proc. Der ist so ein. F Wenn man da drei von hat, ist das ganz okay. Aber ihr müsst ja sehen, meine tun sich ja nicht wieder voll heilen. In dem Sinne, sondern die haben durchgehend die drei Runden die gleichen Lebensanzahl. Das. Da brauchen wir erst ein paar neue Monster. Genau. Ja, das schafft man nicht. Steinwächter. Konzentriert sich, okay. Alter Schwede. Und Troll. Scheint noch gut zu sein, aber schaffen wir nicht. Doofkönig. Okay, der ist schon mal down, da kann er sich nicht mehr konzentrieren. Also die zweite Runde kann knapp werden, kann machbar sein, muss aber nicht. Okay, der Steinwächter ist ein bisschen schwächer, aber der Troll, der ist ganz gut. Ja, noch die beiden in äußeren tauschen. Wow. Aber so können wir absehen, wie wir doch gut drauf sind noch. 380, alter Schwede.
Okay, wir haben die zweite Runde mit Mühe geschafft. Das heißt, wenn wir die beiden Äußeren austauschen, wird es doch machbar sein. Ah, der hat auch so einen. Eine Statue, nein. Der, wenn der Talos prockt, dann ist das Ende. Ja, der prockt so einen harten Crit immer rein. Ja, gut. Haben was versucht. Glück auf nächste Seite. Probiert und halt wissen auf jeden Fall, dass wir schon mal zweite Runde mit allen durchkommen, aber mit wenig Leben für die dritte Runde. Macht nichts. Dann würde ich doch probieren, jetzt gehe ich noch mal eine Runde Dolomagos anzugreifen. Wäre eigentlich sinnvoll. Da würde ich mal Beutel. Ich will die Multi-Heilung haben, wäre natürlich geil. Kaufen können wir noch ein bisschen Eisenschild. Transfer, kann das irgendeiner gut benutzen? Naja, das sinkt alles. Nichts. Mini-Bedaillen. Brauchen wir auch noch ein paar Sachen für. Teleportieren wir mal. Machen wir eine Trainingsrunde. Ich würde sagen, ich nehme eine gute Folge auf oder so. Kapelle. Wir gehen mal in die Kapelle der Ödnis. Da können wir ein bisschen weiter schauen. Das ist ja wieder weiter außerhalb. Das ist Karte. Wenn ihr seht, das ist hier unten in der Wüste. Wenn wir rauszoomen, da unten. Da oben müssen wir noch hin. Also kann ich jetzt. Ich zeige euch das mal mit der Maus. Hier seht ihr die Maus. Da müssen wir noch hin. Hier können wir noch ein bisschen die Wüste nachgucken. Hier ist noch eine komplette Insel, die wir besuchen können. Warum ist denn da nichts? Und hier oben haben wir noch ein Stück Insel. Weil hier haben wir soweit alles fertig. Dann würde ich sagen, können wir uns mit dem Frisch heilen? Dann würde ich mal gucken, ob wir mal ein bisschen hier trainieren können. Guten Tag. Ja, du hast Sachen zu verkaufen. Da. Mit dir will ich reden. Ihr wollt euch den Kannst mit einer. Hallo? Ach, kannst du nicht, weil hier ein Typ mit Pen ist. Ja, ich glaube, was. Was nimmst du denn? 60 Gold übernachten? Ja. Nimmbar. Kriegen wir locker raus. Dass wir auch noch ein bisschen Geld haben für den Bazar. Um ein bisschen uns einzudecken. Wo gehen wir denn lang? Da können wir alles nicht lang. Wir gehen einfach mal hier so ganz quer durch. Und schon ein paar neue Mobs. Die kenne ich schon. Aber das ist nicht die Sache. Die mit dem Feuer müssen wir als erstes mal versuchen wegzukriegen. Da holen wir mal noch einen Knack. Und eine Mega-Stärkung. Weil die hauen richtigen Schaden rein. Die anderen gehen. Weil die wirklich nur so sanfte Schläge haben. Gut, die Rüstung, die hat noch was Gutes drauf, aber die Hände. Gut, die duplizieren sich manchmal. Und zack. So, zwei schon mal down. Da, Unterstützung. Die kriegen wir schnell platt. Wie gesagt, der hat nur einen kurzen Schaden. Ja, die holen ihre Unterstützung. Das macht nichts. Dann machen wir jetzt einfach das Monster-Team. Holen wir neben der Runde und dann machen wir das schon wieder fertig. Sollte eigentlich klappen, kein Problem. Ja, genau. Talos. Oh, das ging Feuer so richtig. Unter 82. Geil. Ja, die Hände, die sind so schnell kaputt. Die haben ein 80er, weiß ich nicht. Die sind einfach nur duplizierbar. Die sind. Das ist das Nervige an denen. Die gehen super schnell down, aber rufen immer wieder 274. Oh. Ich will es nicht gar nicht ersehen, ey.
Ja, der ruft. Das ist das Blöde, man muss da halt Flächenangriffe drauf haben. Die müssen eigentlich die Rüstung. 284, wenn ich das schon wieder sehe. Ja gut, die Hände sind jetzt down, dann haben wir noch für unsere Männers hier eine Runde Hau die Blechrüstung. Dann machen wir. Heilen wir mal eine Runde und gehen wir noch einen Schlummerschuss hinterher.